Boah, ist das warm hier drin. Schon besser. Hi, heute zeige ich euch die besten Kameraeinstellungen für Lumix, wenn ihr Color graden wollt. Das nennt man flaches Bildprofil. Kameras von zum Beispiel Sony haben das schon integriert und nennen es S-Log. Aber bei den meisten Lumix-Kameras bleiben einem leider nur die Einstellungen. Ihr seht jetzt das Display meiner Kamera. Zuerst gehen wir in die Einstellungen des Videomoduses. Hier gehen wir nun auf den Punkt Bildstil. Und wir stellen alles so ein, wie ihr es hier seht. Und zwar Kontrast auf minus 5, Schärfe auf minus 5, Rauschminderung auf minus 1 und Sättigung auf minus 5. Das bestätigt ihr einmal mit dem Menü Set Knopf. Und jetzt gehen wir in die Helligkeitsverteilung. Hier stellen wir die Highlights auf minus 1 und die Schatten auf plus 1. Das bestätigen wir auch. Und so sind wir jetzt eigentlich fertig. Wir können hier, wenn wir wollen, noch unsere FPS-Rate auswählen und ob wir in 4K oder lieber Full HD aufnehmen wollen. Gehen einmal mit der Löschtaste hier raus. Und wie wir sehen, haben wir ein flaches Bildprofil und können das dann auch schön später color graden, zum Beispiel in einem kostenlosen Programm wie DaVinci Resolve. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung und auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.